Europa wählt und viele wählen rechts. Der deutliche Rechtsruck bietet den ultrarechten Parteien in der EU die Chance, sich zusammenzuschließen und gemeinsam mehr Einfluss zu gewinnen. Was bisher misslungen ist, könnte nun Realität werden. Ein großer Block der Rechtsaußenparteien im EU-Parlament. Kommt jetzt die große Allianz der Rechten? Hallo und willkommen zur 43. Folge von Was jetzt die Woche. Es ist wieder Zeit zu wählen und das bedeutet, dass wir wieder Politiker sehen, die Babys küssen. Schön wär's, Trevor. Bei uns sieht das so aus. Der Europaspitzenkandidat der AfD, Krah, darf nicht mehr öffentlich für die Partei auftreten. Hintergrund sind Aussagen Krahs zur Nazi-Diktatur. Schauen wir uns erst einmal an, wie beliebt die Rechten in Europa sind. Sieht ziemlich braun aus. Der Vormarsch der harten Rechten hat die europäische Ebene der Politik erreicht. Wie einflussreich die Rechten in Europa sind, hängt aber nicht nur davon ab, wie viele Sitze sie im Parlament bekommen. Es geht auch um die Frage, wie die rechten Parteien zusammenarbeiten. Eine Strategie wäre eine Koalition von zwei Fraktionen, der europäischen Konservativen und Reformern und der Identität und Demokratie. Ob das passiert, wird vor allem von drei Frauen verhandelt. Marine Le Pen aus Frankreich und Giorgia Meloni aus Italien sind die erfolgreichsten Rechtspopulistinnen Europas. Die Lösung ist nicht, die Afrikaner nach Europa zu bringen. Die Lösung ist es, Afrika von bestimmten europäischen Ländern zu befreien, die es ausbeuten und den Afrikanern zu erlauben, mit dem, was sie haben, leben zu können. Ihre politische Karriere hat Meloni in einer neofaschistischen Jugendorganisation begonnen. Heute führt sie mit Fratelli d'Italia eine Partei an, deren Wappen die grün-weiß-rote Flamme zeigt, die für die ewige Flamme auf dem Grab Mussolinis steht. Ihr wisst schon, Mussolini. Genau der. Ich denke, Mussolini war ein guter Politiker. Alles, was er getan hat, hat er für Italien getan. In den letzten 50 Jahren hat es keinen anderen Politiker wie ihn gegeben. Ist ja gut jetzt, wir haben es verstanden. Die Regierungschefin Italiens gilt bei der Europawahl als eine der Gewinnerinnen. Sie will eine rechtsgerichtete Koalition, die die bisher dominierende Koalition aus EVP, Liberalen und Sozialdemokraten ablöst. Und sie möchte das italienische Modell nach Europa exportieren. Mehr Abschottung, weniger Integration und Klimaschutz. Meloni gegenüber steht die französische Ultrarechte Marine Le Pen. Auch sie verfolgt eine harte Linie. Wir bekämpfen die Multikulturalität, weil wir glauben, dass sie Konflikte mit sich bringt. Marine Le Pen ist die Tochter des Gründers des rechtsextremen Front National und übernahm 2011 die Führung der Partei, die auch mal so im französischen Parlament auffällt. Geh zurück nach Afrika. Pas du tout. C'est bien. Die Partei nennt sich mittlerweile Rassemblement National. Marine Le Pens Lebensziel ist es, Präsidentin von Frankreich zu werden, was ihr 2027 durchaus gelingen könnte. Wenn Meloni und Le Pen gemeinsam mehr Einfluss hätten, warum arbeiten sie dann nicht schon lange zusammen? Wegen der Außenpolitik zum Beispiel. Melonis Fraktion im EU-Parlament, die EKR, ist pro-Washington und unterstützt die Zusammenarbeit der EU mit der NATO. Während Le Pens Fraktion ID pro Moskau ist und eine Annäherung der EU an China befürwortet. Während in der ID-Fraktion oft rassistische, extrem nationalistische, islamophobe und antisemitische Ansichten vertreten sind, finden sich in der EKR sowohl gemäßigt nationalistische Parteien als auch solche mit ähnlich radikalen Positionen. Eine Zusammenarbeit von Le Pen und Meloni ist also denkbar, aber nicht so einfach. Und hier kommt Ursula von der Leyen ins Spiel. Sie hätte gerne eine zweite Amtszeit als Präsidentin und überlegt gleichzeitig, mit den Rechten zu kooperieren. Ihre Fraktion, die EVP, wirbt intensiv um Giorgia Meloni unter drei Bedingungen. Unterstützung für die Ukraine, den Rechtsstaat und die EU. Wenn sie dabei bleibt, dann werden wir ihr anbieten, zusammenzuarbeiten. Gemeinsam könnten Meloni und von der Leyen eine neue Mitte bilden, die sich deutlich nach rechts verschiebt. Wie die Zukunft der Ultrarechten in der EU aussehen könnte, bespreche ich gleich mit Zeitkorrespondent Ulrich Ladurner in Brüssel. Aber erst, welche Rolle spielt eigentlich die AfD, wenn es um die Gespräche geht, dass sich die Rechten im Parlament zusammenschließen? Spoiler: keine. Nach
zahlreichen Skandalen hat die ID-Fraktion die Abgeordneten der AfD ausgeschlossen. Grund für den Ausschluss sind die verharmlosenden Äußerungen des Spitzenkandidaten Maximilian Krah zur SS, seine Verstrickungen in eine Spionageaffäre und seine Nähe zu Russland und China. Diese Vorfälle haben dem Ruf und dem Zusammenhalt der ID-Fraktion erheblich geschadet. Vor allem die französische Präsidentschaftskandidatin der Partei Rassemblement National, Marine Le Pen, drängte auf den Rauswurf, nachdem sie die AfD-Spitze mehrfach dazu angehalten hatte, ihre Mitglieder zu mäßigen. Die deutsche AfD-Delegationsleiterin Christine Andersson hat vergeblich versucht, den Ausschluss nur auf Krah zu beschränken. Sie argumentierte, dass das Verhalten von Krah nicht den Ausschluss aller AfD-Abgeordneten rechtfertige. Dennoch wurde der Antrag auf Ausschluss aller neuen AfD-Europaabgeordneten angenommen. Die AfD verliert dadurch stark an Einfluss im EU-Parlament. Der Skandal um Maximilian Krah hat der AfD erheblich geschadet. Die Partei rutschte in der Wählergunst in der letzten Sonntagsfrage nach unten, gleich auf mit der SPD. Ich spreche jetzt mit Ulrich Ladurner in Brüssel, Autor mehrerer Bücher und Auslandskorrespondent der Zeit. Guten Tag, Ulrich, schön, dass du bei uns Hallo. Bist. Was würdest du sagen, wie wahrscheinlich ist eine Supergroup der Rechten? Ja, das ist nicht einfach zu sagen, aber es hängt sehr ab vom Wahlergebnis. Das ist der Punkt 1. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, wie sich die beiden, Meloni und Le Pen, eigentlich auch verstehen und welche Projekte sie haben. Man weiß, dass die beiden persönlich nicht so gut miteinander können. Und es gibt aber auch unterschiedliche Interessenslagen. Italien wie Frankreich haben in der Vergangenheit immer wieder bei bestimmten Themen Konflikte gehabt. Und ich glaube, dass es nicht so einfach wird, eine große Koalition rechts zu bilden. Nehmen wir trotzdem einmal an, Le Pen und Meloni würden sich einig werden. Was würde das für die EU bedeuten? Le Pen wie Meloni sind ja beides Nationalisten. Das heißt, dass sie kein Interesse daran haben, dass Brüssel gestärkt wird. Beide haben ein Interesse, dass die Nationalstaaten, sprich die Mitgliedstaaten, wieder mehr Kompetenzen bekommen. Und Brüssel wäre sozusagen nur mehr ein Ausführungsorgan von dem, was die Mitgliedstaaten wollen. Es wäre insgesamt also eine Schwächung der EU. Meloni sucht die Nähe zu von der Leyen und von der Leyen zu Meloni. Warum und welche Interessen verfolgen sie? Von der Leyen hat das Interesse, sie muss nach Mehrheiten Ausschau halten und sie glaubt, sie bei Meloni finden zu können. Und Meloni hat von der Leyen benutzt, sagen wir mal so, als Legitimierung. Sie kam ja im September 2022 ins Amt, sie hat neofaschistische Wurzeln und wurde mit großen Skepsis betrachtet. Und von der Leyen und die Nähe zu von der Leyen hat ihr geholfen, sozusagen diese Skepsis abzumildern. Ursula von der Leyen strebt ja eine zweite Amtszeit als Präsidentin an. Könnte ihr das schaden, wenn sie mit der EKR von Meloni kooperiert? Ja, sagen wir so, sie hat sich jedenfalls darauf vorbereitet, dass sich die Mehrheitsverhältnisse im Parlament verändern werden. Es wird einen Rechtsruck wahrscheinlich geben, aber wie groß der ausfallen wird, das können wir heute nicht sagen. Aber von der Leyen hat sich nach meinem Eindruck darauf vorbereitet. Sollte der nicht so groß ausfallen, hat sie immer nur die Option, mit den Mitteparteien, sprich Sozialdemokraten und Grüne, zusammenzuarbeiten. Also ich glaube, sie hat sich taktisch ganz klug verhalten, auch wenn sie sehr kritisiert wurde dafür, dass sie sich rechts angenähert hat. Aber sie hat das in einer Art und Weise getan, die sie, glaube ich, noch gut rechtfertigen kann. Wie beeinflussen diese unbeständigen Formationen der Fraktion im rechten Lager denn die Chance auf eine stabile Mitte-Mehrheit? Ja, nach den Umfragen wird sozusagen die traditionelle Mitte jetzt die Mehrheit behalten, aber es wird knapper ausfallen. Die Stärkung der rechten Parteien ist ja ein Prozess, der schon vor Jahren begonnen hat und der wird jetzt nicht, glaube ich, der wird jetzt bestätigt werden in den Wahlen und der wird auch weiter anhalten. Das heißt, die Europäische Union geht sicher Zeiten entgegen, in denen sie, ich glaube, schwieriger werden wird für bestehende Projekte, wie zum Beispiel die Dekarbonisierung der Wirtschaft, aber auch gegenüber der Ukraine-Politik, die Unterstützung der Ukraine, dafür Mehrheiten zu finden, das wird schwieriger werden angesichts der zu erwartenden Mehrheitsverhältnisse. Trotz eines möglichen Rechtsrucks spielen ja die Interessen der Staats- und Regierungschefs eine entscheidende Rolle bei der Besetzung des Kommissionsvorsitzes. Welchen Ausgang siehst du da und wie wichtig ist eigentlich dieser Kommissionsvorsitz für die Richtung der EU? Ich glaube, von der Leyen hat da gute Chancen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass im Rat jetzt zum Beispiel auch Meloni sitzt, dass im Rat auch die Niederlanden sitzen mit einer rechtsgerichteten Partei. Der Einfluss des Rates ist sehr groß. Von der Leyen hat das mit Macht ausgefüllt. Sie hat es verstanden, in Krisensituationen wie der Pandemie und dem russischen Invasionskrieg Führungsaufgaben zu übernehmen.
Die Kommission selber ist mächtig, aber es hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wer an seiner Spitze steht. Ich glaube, die Verhältnisse im Rat sind so, ich habe Meloni angesprochen, dass die nicht eine allzu starke Kommission haben wollen. Zu Giorgia Meloni. Sie gibt sich im Kontext der EU gerne als große Europäerin und ist sie dann zu Hause, macht sie auch gerne mal Stimmung gegen die EU. Warum und wie geht das für sie auf? Ja, so Stimmung gegen die EU macht sie eigentlich nicht, seit sie gewählt worden ist. Aber es stimmt sicher, dass man only zwei Gesichter hat. Das eine ist das europäische, das internationale Gesicht. Und das andere ist das innenpolitische. Innenpolitisch ist sie sehr eine harte Konservative, Rechtsextreme. Sie fährt eine sehr harte konservative Gesellschaftspolitik. Sie hat, glaube ich, kein entspanntes Verhältnis zu den Medien und kein entspanntes Verhältnis zur Justiz. Also innenpolitisch tritt sie schon anders auf. Sollte es jetzt tatsächlich zu einer Zusammenlegung kommen von den Fraktionen von Meloni und von der Leyen, würde sich der Einfluss Melonis dann in den nächsten Jahren womöglich noch erhöhen im Parlament? Man wird vor allem sehen müssen, wie sich Meloni weiterentwickelt. Sie war ja zum Beispiel immer eine Anhängerin von Donald Trump, aber seit sie gewählt wurde im Oktober 2022 zur Ministerpräsidentin Italiens, hat sie sich zu Trump nie wieder geäußert. Also ich glaube, Meloni verhält sich taktisch klug. Man muss aber, wer wirklich Meloni ist, das können wir heute noch nicht abschließend sagen. Giorgia Meloni ist es gelungen, in der Vergangenheit etwas gemäßigter aufzutreten, aber Marine Le Pen ist so ein Weg der Mäßigung ja eigentlich auch gelungen, oder? Ja, beide haben verstanden, dass ihre Wähler eine allzu radikale Schritte nicht gutieren, dass sie damit Wahlen nicht gewinnen können. Sie mussten sich zur Mitte hin bewegen, das haben sie beide gemacht. Ob dieser Weg glaubwürdig ist, ob dieser Weg wirklich ja, auch tragfähig ist, das ist ihm im Augenblick zu früh zu sehen. Das werden wir leider erst sehen können, wenn die beiden mal in die Situation kommen, dass sie auch in der EU noch mal mächtiger werden. Meloni regiert jetzt. Le Pen könnte 27 die Präsidentschaftswahlen gewinnen. Erst dann wird man sehen, ob sich Le Pen wirklich verändert. Frankreich ist ja für die EU sehr wichtig und in der EU. Was würde sich denn verändern, wenn Le Pen tatsächlich Präsidentin würde? Ja, ich mache ein Beispiel. Wenn Frankreich ist hoch verschuldet. Frankreich hat sozusagen die Verschuldungskriterien, die Europäische Union vorgibt, ja bei weitem gerissen. Wenn es Le Pen Präsidentin würde und die Europäische Kommission intervenieren möchte in Frankreich, weil eben zu viel Schulden gemacht werden, dann würde eine Präsidentin Le Pen sagen, Ihren Wählern, hört mal her, Brüssel will uns verbieten, gutes Geld auszugeben, damit es euch besser geht. Und sie würde Stimmung machen gegen Brüssel und die Europäische Union. Und das könnte die Fliehkräfte in der Union verstärken. Und das ist echt könnte ein Riesenproblem werden für die Europäische Union. Das ist ja ein Trend, den wir eigentlich in ganz Europa sehen, dass die rechtspopulistischen Parteien verschiedener EU-Länder so mehr oder weniger offensiv das Ziel verfolgen, die EU wieder abzuschaffen. Zum einen die Radikalität gegen die EU und gleichzeitig werden sie ja stärker in der EU. Wie geht das auf? Ja, die Radikalität, also diese Parteien haben ihre radikalsten Forderungen abgeräumt. Also es gab ja Meloni, wie auch Le Pen, haben vom Austritt aus dem Euro gesprochen, sie haben vom Austritt aus der EU gesprochen, wir haben vom Ital-Exit gesprochen, vom Frexit gesprochen, vom Lexit gesprochen. Das ist alles vorerst mal vorbei. Das heißt, in dem Punkt haben sie sich eigentlich in die Mitte angenähert. Sie haben verstanden, dass die europäischen Institutionen gebraucht werden. Das haben auch die Wähler verstanden. Die Pandemie ist ein gutes Beispiel. Die Pandemie und der Corona-Hilfsfonds, ich meine 192 Milliarden Euro gehen nach Italien. Und Italien hatte 2019 eine Regierung aus Cinque Stelle und Lega und beides waren antieuropäische Parteien. Und heute ist es darum still geworden, weil sie verstanden haben, dass die Europäische Union gebraucht wird. Aber woran sie kein Interesse haben, glaube ich, ist ein starkes Europa. Das möchten sie nicht. Sie möchten Mitgliedstaaten, die mehr zu sagen haben und in Brüssel, das weniger zu sagen hat. Und wenn wir jetzt in die kurzfristige Zukunft gucken, Ulrich, die EU steht ja vor ziemlich vielen Problemen wirtschaftlich, die soziale Ungerechtigkeit, Migration natürlich als Brecherthema. Was glaubst du, wie wird sich diese Wahl auf diese Themen auswirken? Ja, wenn der Rechtszug so kommt, der kommt sicher, aber wie stark er ausfallen wird, werden wir sehen. Ich glaube, man kann es zusammenfassen, in Sachen Migration wird die EU härter werden, in Sachen Ukraine, glaube ich, unentschiedener und in Sachen Green Deal wird sie auch weicher werden. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen Wahrsagerei, aber was würdest du sagen, setzt sich dieser Rechtsruck auch in der nächsten Legislaturperiode, also nicht der, die jetzt beginnt, sondern die Jahre danach fort?
Also alle diese Rechtsparteien sind vor allem stark geworden in den letzten Jahren wegen des unbehandelten Themas der Migration. Es ist der Europäischen Union nicht gelungen, bis vor kurzem dieses Thema einigermaßen in den Griff zu bekommen. Und das ist die Hauptursache für die Stärkung der Rechtsparteien. Wenn wir in den nächsten Jahren sozusagen sehen werden, dass diese unkontrollierte Migration nach Europa in großem Maße anhält, dann werden die Rechtsparteien weiter stärker werden. Wenn es aber einigermaßen gelingt, dieses Parlament zu ordnen und in den Griff zu kriegen, dann glaube ich, verlieren Sie das Thema, das Sie stark gemacht hat. Bevor ich dich gehen lasse, noch eine letzte Frage. Welche Rolle wird denn die AfD bei künftigen Abstimmungen spielen, jetzt wo sie nicht mehr in der ID-Fraktion ist? Ja, die AfD wird jetzt, wenn das so bleibt, sie ist ja jetzt fraktionslos und mal schauen, wie sie absteigen wird, aber sie wird im Europaparlament keine allzu große Rolle spielen. Ich glaube, sie hat sich selber raus in den Orbit geschossen. Vielen Dank dir, lieber Ulrich. Das war sehr interessant. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns auch mal in 3D und wünsche dir noch eine gute Zeit in Brüssel. Okay, gut. Und wir kommen zu unserem PR-Berater für die Politstars. Matthias Renger ist nämlich aus dem Urlaub zurück. Matthias, wie war's? Hallo Dylan, schön wieder hier zu sein. Ist gelogen. Der Urlaub war wunderschön und ich wünschte, ich wäre immer noch dort. Ja, ist verständlich. Aber es ist auch gut, dass du wieder hier bist. Du hast nämlich einiges verpasst. Ich habe mitbekommen, was ich verpasst habe, ja. Ja, das Internet verfolgt uns überall hin, auch in Urlaub. Aber du bist erst 5 Minuten zurück und hast schon mit von der Leyen gesprochen. Ich finde, das ist nicht so schlecht, Matthias, und das schauen wir uns jetzt auch an. Hallo, Frau von der Leyen. Matthias Renger hier. Sie wissen, wer ich bin? Das weiß ich nicht. Der PR-Berater. Wir arbeiten mit Ihnen. Manche von Ihnen, ja. Hätten Sie auch Interesse? Überhaupt nicht. Gut, Sie haben ja auch sicher schon genug Berater. Die sind von Putin bezahlt. Ach was, das wird doch aber auffliegen. Wir werden sehen. Okay, das wirkt jetzt auf mich erstmal nicht ordnungsgemäß und vor allem total widersprüchlich. Das ist auch richtig so. Das ist die Demokratie. Ha, ich habe mir unter Demokratie immer was Gerechtes und Ehrliches vorgestellt. Mag ein bisschen weit hergeholt sein. Ach, das ist alles immer so zynisch. Politik sollte doch im Sinne der Menschen handeln. Das hatten wir 10 Jahre lang nicht. Mindestens, ja. Würden Sie mir denn trotz Zynismus empfehlen, am Sonntag zu wählen? Meine Grundhaltung ist nein. Weil Sie so oder so an der Macht bleiben? Gar keine Frage. Obendrein kommen ja auch noch Anfragen für politische Bündnisse. Und zwar egal, ob sie von rechts kommen. Ja, Le Pen und Meloni kommen beide von rechts, ich weiß. Und beide wollen Ihnen gefallen. Und beide tun das auch. Und haben Sie eine Favoritin? Lassen Sie sich darauf ein? Bitte machen Sie mich jetzt nicht schon wieder zur Schiedsrichterin. Ich mache das. Nein, ich frage ja nur. Sie entscheiden sich doch am Ende selbst. Für Italien. Aha, das wird ja. Die Zeiten werden nicht ruhiger, die werden rauer werden. Ja, das glaube ich auch. Also, tschüss, Frau von der Leyen. Die hatten Selbstbewusstsein, ne? Vielen Dank, Matthias, und bis nächste Woche. Genau, so würde ich das auch beschreiben. Hab eine schöne Restwoche, Dylan. Mach's gut, ciao. Die Europawahlen sind der weltweit einzigartige Versuch, Demokratie über die Landesgrenzen hinweg auszuüben. Ganz schön wertvoll eigentlich. Ich hoffe also, ihr wart wählen. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angekommen. Schreibt uns, was euch politisch bewegt und wie ihr unsere Sendung findet, an woche@zeit.de. Und wir sind dann auch nächsten Donnerstag wieder am Start. Und ja, übrigens auch ein Videopodcast. Ihr findet uns bei Apple oder Spotify. Folgt uns doch dort oder auf YouTube. Hinterlasst ein Like oder eine gute Bewertung. Darüber freuen wir uns total. Und dann bleibt mir nur zu sagen, bis nächsten Donnerstag. Tschüss.